Ich halte normalerweise keine Ansprachen, aber das scheint ein großer Moment zu sein. Es ist nicht leicht, wenn einen der MI5 in meine Abteilung verbannt. Selbst schuld. Nur wer Scheiße gebaut hat, kommt ins Slough-House. Ich will ehrlich sein. Mit euch zu arbeiten war der Tiefpunkt einer enttäuschenden Karriere. Na dann. Wonach suchen Sie denn da? Nach dem Überbleibsel einer einst vielversprechenden Karriere. Slough-House ist wieder Knast. Da fragst du nicht. Warum bist du hier? Ich würde dir mal was wirklich Nützliches machen. Ich könnte mich hier kaum noch mehr langweilen. Sie wissen, wie viele es vom Slough-House wieder hoch in den Regents Park geschafft haben. Euch zum Denken zu kriegen, ist wie zu versuchen, einem Hund Norwegen zu erklären. Keiner. Sieh dir das mal an! Eine Geiselnahme. Er ist irgendwo hier. Dann bedeutet das endlich, irgendwas los ist. Was immer da auch vor sich geht, ist ein Job für richtige Agenten, nicht für euch Versager. Wir sind nur die Slough Houses. Ich habe eine Spur, aber ich muss ihr nachgehen. Sie werden mir helfen. Oh nein, bestimmt nicht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, das Slough House steckt mittendrin. Was treiben Sie da? Ich wollte ihn nicht umbringen. Selbstverständlich nicht. Hätten Sie es gewollt, wäre er noch am Leben. Sie riskieren Menschenleben. Das ist ein inoffizieller Einsatz. Ich treffe Personalentscheidungen, ob nun über Ihres oder das von irgendwem anders. Sie verwischt Ihre Spuren. Aber am Ende ist es immer das Verwischen der Spuren, das einen erledigt. Gott, Ihnen liegt wirklich was an denen, oder? Nein, die sind nur ein Haufen beschissener Loser. Aber es sind meine Loser.